So, heute backen wir also mal wieder Muffins. Und zwar machen wir heute Muffins mit Vanille-Kaffee-Geschmack und ein paar Schokotröpfchen drin. Wie immer geht es ganz einfach. Einfach mal gucken. So, hier haben wir 260 Gramm Weizenmehl und da geben wir jetzt rein einen gut gehäuften Teelöffel Backpulver. Wenn man es ein bisschen schlecht erwischt, kann man noch ein paar Krümelchen hinterher schütten. Und noch ein halbes Päckchen Natron. Dazu noch eine kleine Prise Salz. Das Mehl stellen wir auf die Seite und dann geben wir 100 Gramm weiche Butter in die Schüssel. Dann nehme ich hier Kaffee Latte Vanilla statt der normalen Milch. Ein Becher ist da wunderbar. Zwei Eier. Und dann gebe ich noch dazu einen kleinen Schwups dänische Dessertsoße mit Vanillegeschmack. Ihr könnt natürlich auch gerne selber eine Vanillesoße anrühren. Aber die hier ist ganz gut und funktioniert eigentlich tadellos. Und jetzt, Adler, schlagen wir das Ganze kurz auf. Das Ganze haben wir jetzt schon mal leicht verquirlt. Die Butter hat sich noch nicht ganz gelöst. Das ist nicht weiter schlimm. Das passiert nämlich jetzt gleich. Jetzt geben wir nämlich unser noch dieses Mehlgemisch wieder dazu. Einfach rein. Und dann verquirlen wir es jetzt gar. So, dann unterbrechen wir das Schlagen kurz und geben 100 Gramm Zucker noch dazu. Und schlagen das Ganze jetzt kräftig weiter. Ist dann schon fast fertig. Jetzt geben wir noch ein bisschen Schokoraspeln dazu. Ich nehme hier die Zartbitter-Variante. Einfach mal ein bisschen vorsichtig reinschütten. Das sind so 50 Gramm circa. Und dann noch mal kurz ein bisschen vermengen. Und jetzt geben wir circa die Hälfte von dem Teig in eine andere Schüssel. Und in den restlichen Teig geben wir jetzt noch 2 Esslöffel Kakaopulver. Das wird jetzt nochmal kurz vermengt. So, und jetzt geben wir den Teig in die Förmchen. Ich fange dazu an, erst ein Löffelchen dunklen Teig in jedes zu geben. Muffins eigentlich nur noch im Ofen 18 bis 20 Minuten bei 175 Grad Umluft. Wenn die Muffins dann fertig sind, lassen wir sie kurz 10 Minuten abkühlen und dann bekommen sie noch Guss und Verzierung. So, wenn die Muffins dann soweit fertig sind, dann machen wir uns jetzt daran, die mit Schokolade zu überziehen. Dazu tun wir die einfach kurz ein bisschen in die Schoki ein, lassen dann die überschüssige Schokolade abtropfen. Auf die noch feuchte Schokolade ein bisschen Krokantstreusel. Ich gebe noch drauf ein Schokokleeblatt und ein Zebraröllchen. So,